schon komplett vergessen, dass ich hier Bienenstiche hatte, gell? Oh, immer diese Hörspieler, es tut mir leid. Ein eingeborener Tod. Wie habe ich denn jetzt schon wieder? Oh, ich habe da einen übersehen. Man sieht gerade recht wenig. Das macht nichts. Wir wiederholen das jetzt eh. Das da. Hi, Robert. Auf zum Pochen. Mann. Ah, ja. So, wir haben gelernt, wir legen uns nicht mit mehr als einem Eingeborenen an. Am liebsten legen wir uns mit gar keinem an. Was haben wir noch gelernt? Wir schmeißen auf ein Wespennest keinen Speer, sondern wenn dann die Axt. Ja, das war's doch, oder? So, wie spät war es jetzt da? Achso. Mausrad. 6.27 Uhr. Das heißt, wir waren ja dann, glaube ich, direkt losgegangen. Da das jetzt aber eh die falsche Richtung war, könnten wir jetzt schauen. Da nach oben, glaube ich, gab es keinen Weg, oder? Wiederholung in Zeitlupe. Ich wollte es nicht wieder... Nein. Das heißt wahrscheinlich, wie angegriffen hat, habt ihr Standbild gehabt oder was? Da war er wahrscheinlich kurzfristig überfordert, gehe ich fast davon aus. Da. Oder hat das irgendwer mitgekriegt, wann genau ihr das Standbild hattet? Übrigens ist mein Topf wieder da. Mein weggepackter Topf ist wieder da. So. Haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Könnte man die Blätter vielleicht da herlegen? Essen haben wir ausreichend, uns geht's gut. Wir sind vorher nach unten gegangen zum Fluss. Da oben haben wir die eine Höhle, durch die kann man, glaube ich, durchgehen. Müsste da oben gleich kommen, genau da. Ja. Hing, als du angefangen hast, runterzuspringen. Ja. War nur noch auch schon Aua zu hören. Er hat es verpasst. Ja, das heißt, da war er wahrscheinlich überfordert mit ja, keine Ahnung. So, das ist die komplizierteste Höhle, die ich kenne, weil da muss man balancieren und, ja. Was Obsidian nehmen wir gleich mit. Dumm-di-dumm. Da draußen scheint es ruhig.
Was wir uns jetzt fehlt, waren noch die Verbände, genau, ja. Da hatten wir noch keine. Papageien sind auch alle schön. Danke. Viel zu spät reagiert. Hi Brause. Das Bild kam wieder, als du den letzten Verband angelegt hast. Ich könnte jetzt sagen, hier habt ihr nichts verpasst. So. Nein, das Problem war, dass ich wohl noch angegriffen wurde und es einfach nicht mitbekommen habe. Und ja. Er hat mich wohl zweimal schön erwischt und dann, ja. So, erweitern, herstellen. Machen wir mal notdürftig, bevor es sich entzündet. Geht gar nicht. Geht auch nicht. Also ein normaler Verband reicht gar nicht. Okay, dann müssen wir eh noch Kräuter finden. Herstellen. Gut, dass man dreckige Finger hat. Das sieht man nicht, dass bei Tabakpflücken schmutzige Finger gibt. Genau. Herstellen. So. Haben wir zumindest mal Verbände, aber ich bräuchte jetzt noch. Ist nix. Schaden sicher nicht. Ameisenhügel. Ich bin vorher an so viele Backpflanzen immer vorbeigelaufen. Hab mir gedacht, man sieht es eh an jeder Ecke. Auch mal nicht gleich mitnehmen. Ich meine Liebe, ich. Zweimal hintereinander, da wischt ihr mich nicht so. Komisch, irgendwer hat hier überall im ganzen Wald Kokosnüsse verteilt. Keine Ahnung, wer das war. Kenne ich garantiert nicht die Frau. Oh. Moment. Hilft mir nicht wirklich. No. Weißt du was, machen wir es mal so. Okay, also auch nicht von der Schlange fressen lassen.
Ist es jetzt so schnell runtergegangen? Mir ist gar nicht so aufgefallen. Na gut. Also gut, da nach oben war keine gute Idee, nach unten war keine gute Idee. Ich mache jetzt mal Folgendes. Verteil mal hier, ja? So. Eine Lagerfeuerasche nehme ich mir mit für einen Verband. Ich nehme von mir aus noch eine zweite mit für einen Verband. Die ganzen Federn lasse ich jetzt da. Kohle. Wie viele Kohlefilter wie viele Kohle bräuchten wir für einen Wasserfilter? 3. Da brauchen wir ja nichts, genau. 3. Wir haben 3. Obsidian, Fischgräten. Ich habe die Fischgräten auch noch. Ich brauche die Knochenladen eigentlich. So. Jetzt habe ich so viel Platz gespart, wie es eigentlich geht. Okay. Darüber sind wir gerade gegangen. Jetzt gehen wir mal. Ja, die Entzündung und das Fieber. Auf die Entzündung hätte ich eventuell den Maden legen können. Stimmt, auf der Seite stehen sie ja die ganze Zeit. War das nur einer oder sind das auch mehrere? Und auch 2. Dann lass uns das singen. Naja, aber die Bitterholzwurzeln müsste ich ja auch erst kochen. Die hilft gegen das Fieber ganz gut. Aber roh kann ich nicht brauchen. Ich gehe wieder durch die Höhle, ja? In der wohnt wenigstens nichts. Da hinten nicht ein Lagerfeuer gehabt? Nee. Uah. Ob die Eingeborenen auch Musikwünsche erfüllen, soll ich sie fragen? Glaube ich ja nicht. Bin mir nicht so sicher. Ja, aber wir können sie mal ganz nett fragen beim nächsten Mal. Was würdest du denn gern hören wollen, Norbert? Bestimmt, wenn sie den Song kennen. Naja, aber die sind ziemlich eintönig unterwegs. Okay, wir haben keinen Platz für die Frucht. Weil... ist die Frucht hingefallen? Daher. Ist sie so groß? Hm. Okay, dann essen wir es halt gleich. Wenn sie sich weigert, in mein Inventar zu kommen...
hatte mir jetzt echt überlegt, die Maus zu jagen. Aber wozu? Das war jetzt wieder so eine Spinne oder sowas. Irre durch den Urwald. Weg mit dir. Jede Schlange muss hier dran glauben. Vielleicht ist der Maler Ingo, von dem sie singen ihr Volkslied. Frank, ich merke, du hast John zugeschaut. Merk das, ja. Unten hätten wir Früchte. Können wir brauchen. Nein, keine kleine Maus. Noch bin ich noch nicht so verhungert, dass ich dich jagen müsste. Aber früher oder später vielleicht wieder, ja? Du nimmst mir das dann eh nicht über. Da haben wir wieder diesen großen Weg, auf dem war ich schon lange nicht mehr. Nein, meine liebe Spinne. Hi, Nurel. Ich mag heute keine Schlangen mehr. Ihr habt es euch mit mir verscherzt. Kokosnuss, den haben wir noch. Enge. Moment. Aber jetzt nicht euer Ernst. 5 Blutegel? Lecker. Wir haben besonders gut schmeckendes Blut. Blutegel stehen auf uns. So, den Piranha, den werden wir mal nehmen. Dachte ich mir schon, dass das nicht geht. Dann sammeln wir ein. Und dann können wir auch hier aus unserem Wasserfilter mal trinken. Weil
vorletzte, das letzte Mal, wer gefragt hat, wie man das macht. Warte mal. So, jetzt ist das voll, dann kann man das reintun. Da hinten. So. Schmutziges Wasser. Da oben rein. Schmutziges Wasser. Da oben rein. Schmutziges Wasser. Da oben rein. Und einmal noch. So. Schon läuft das Wasser da unten durch und es kommt dann unten als sauber raus. War die jetzt Ilia? Ja. Dano redet in der dritten Person von sich. Sind wir schon adlig? Nee, nur ihre. Aber sonst alles okay. Wisst ihr, wo wir gerade sind? Mhm. Also ich mit euch jetzt hier. Nein, Emsa, da rinnt ja jetzt, das rinnt so auf die Dauer runter. Für den Wasserfilter habe ich jetzt auch noch keine sinnvolle Anwendung gefunden. Darf ich mal vorstellen, das ist mein allererstes Lager gewesen hier. Mhm. Dass ich das nochmal wiederfinde, hätte ich mir auch nicht gedacht. Speichern. Hatte ich nicht unten noch die Fischreise dazu gebaut? Aber gut, wenn wir schon da sind. Stimmt, da habe ich ja sogar noch die Bambusstöcke mitgenommen. Und einen Ersatzbogen und eine Axt. Und oh Gott, ja. Mhm. Hier waren wir schon lange nicht mehr. So. Was kann man jetzt hier zum Beispiel bauen? Also ich meine, die Lagerfeuer kennen wir jetzt schon. Sollen wir uns das nochmal antun mit Steinring? Aber wir bräuchten es eigentlich. Oder snappt dieses Lagerfeuergestell? Wisst ihr das? Snappt es übers kleine Feuer? Oh. Gott schreibt hihihi, das habe ich nicht gesagt zum Glück mit ihrer. Nö, das sag ja ich. Was macht das Wasser dreckig? Naja, im Urwald und Snap drüber und überleg dir, ob du wirklich dort aus dem Wasser trinken willst. Also ich würde es nicht tun. Aber ich glaube auch nicht, dass der Kohlefilter dann helfen würde. Ach, warte mal, haben wir ja. Achso, ich brauch's ja eh noch ausprobieren. Würdest du wirklich dieses Wasser trinken, Emsa? Also ich nicht. Da ist auch noch so ein kleiner. Eigentlich müsste da sogar noch meine Mäusefalle irgendwo sein. Ich hatte doch hier... Da drüben. Diese Maus müsste schon lange vergammelt sein.